Herzlich willkommen allerseits zu einer weiteren Folge der Anime News. Ich bin der Shoto und diese Woche habe ich für euch Neues zum Shonen-Hit My Hero Academia, The Rising of the Shield Hero und dem Spin-Off des vermutlich größten Mahou Shoujo Animes, nämlich Madoka Magica. Dies alles und vieles mehr direkt nach dem Intro. Fantasy X Harem oder auch einfach nur Well Love. Der Anime Well Love, welcher am 5. Oktober im japanischen Fernsehen debütieren soll, bekam vor kurzem ein weiteres Promo-Video spendiert. Des Weiteren wurden die Synchronsprecher sowie die Interpreten für die Theme-Songs enthüllt. So wird Ayaka Rikako das Opening performen, während die drei Endings von verschiedenen Synchronsprechern aus dem Anime performt werden. Von den Anohana-Machern gibt es auch zum Anime-Film Sora no Aosa wo Shiru Hito yo neue Informationen. Vor kurzem wurde ein neues Promo-Video zum Zeitreise-Romance-Film veröffentlicht. In diesem kann man das Ending R. Aoi von Amion lauschen. Eine News-Folge von mir ohne diesen Anime wäre keine News-Folge. Assassin's Pride startet am 10. Oktober im japanischen Fernsehen. Samt dieser Informationen wurden auch ein neues Visual sowie ein neues Promo-Video veröffentlicht. In diesem kann man das Opening Share the Light von Run Girls Run hören. Ich lese persönlich den Manga und bin deswegen recht gespannt, wie dieser Anime am Ende abschneiden wird. Auf der offiziellen Website des TV-Animes Ore wo Suki nano wa Omae dake ka yo wurden ein Visual, ein Promo-Video, weitere Synchronsprecher, Informationen zu den Titelliedern sowie der konkrete Starttermin am 2. Oktober enthüllt. Demnach wird das Opening Papapa von Shuka Saito, während die Synchronsprecherinnen Shiraishi Haruka und Misawa Sachika das Ending Hanakotoba beisteuern. Rieche ich da etwa Salz? Oh, es ist nur der neue Teaser zum Fate Grand Order Zettai Majuu Sensen Babylonia Anime. Es wurde verkündet, dass die Sängerin R. Aoi das Ending Hoshiga Furuyume performen wird. Falls ihr eine Kostprobe von dem Song haben wollt, schaut, oder besser gesagt hört doch gerne mal in den Teaser rein. So, damit die Episode keine 20 Minuten lang wird, kommen wir nun zu unseren Quick Japan Anime Manga News. Yeah, wir brauchen immer noch einen besseren Titel dafür. Auf der offiziellen Website zum Anime Violet Evergarden The Movie von Kyoto Animation wurde verkündet, dass die Veröffentlichung des Films auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Ursprünglich sollte der Film am 10. Januar erscheinen. Der Starttermin vom Comedy-Isekai-Anime Hataage! Kemono Michi steht fest. Aus der Feder vom Konosuba-Autor erscheint der Anime nächste Season am 2. Oktober. Vor kurzem wurde ein neues Promo-Video zur zweiten Staffel von Granblue Fantasy veröffentlicht, in welchem das Opening Stay With Me von The 7 Billion Dots zu hören ist. Die neue Staffel startet am 4. Oktober im japanischen Fernsehen. Starttermine hier, Starttermine da. Sword Art Online Alicization War of the Underworld soll am 12. Oktober im japanischen Fernsehen debütieren. Und gleich ein weiteres Datum in euer Gesicht. Die 7 Todsünden feiern ihr Comeback in Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin am 9. Oktober. Was ist das hier, die Big Three oder was? Zu denen kommen wir später noch. Auf der offiziellen Website zur 4. Staffel von Shokugeki no Soma wurde vor kurzem ein Visual zur Serie veröffentlicht. Außerdem ist nun bekannt, dass der Anime am 11. Oktober im japanischen Fernsehen debütieren wird. So, nachdem wir nun endlich durch mit den ganzen Erscheinungsterminen sind, kommen wir nun zu den Top News der Woche oder wie ich diesen Teil gerne nenne, den Bangern der Woche. Wie kann es denn sein, dass wir bis jetzt nur Fate Grand Order in dieser News-Folge haben? Wo bleibt der? Ah, da ist sie ja. Auf dem Twitter-Account des Azur Lane TV-Animes wurde ein neues Promo-Video veröffentlicht. In diesem kann man dem Opening-Song Graphite Diamond von Mayen lauschen. Ebenfalls wurde bekannt gegeben, dass Kanu das Ending Hikari no Michi Shirube performen wird. Die Anime-Adaption des Smartphone-Games soll am 3. Oktober starten. So, mit Fate Grand Order und Azur Lane abgehandelt, können wir nun endlich das Thema Smartphone-Games abhaken. Nevermind. Auf einem Event zum 2-jährigen Jubiläum des Smartphone-Spiels Magica Record, Mahou Shoujo Madoka Magica, Gaiden wurde ein erstes Promo-Video sowie ein Visual zur gleichnamigen TV-Anime-Adaption veröffentlicht. Zudem wurde die geplante Ausstrahlung für dieses Jahr auf den kommenden Januar verschoben. Das Opening Gomakashi wird von Price performt, während das bisher unbekannte Ending von Clarice kommen soll. Die neue Season rückt immer näher und somit auch die vierte Staffel von My Hero Academia. Der Shonen King kehrt am 12. Oktober zurück und das mit einer Menge Hype im Gepäck. Die vierte Staffel soll den Hero-Intern-Arc adaptieren, welcher im 14. Band des Mangas startete. Ein Promo-Video, welches das Opening Polaris von der Rockband Blue Encounter featured, ist ebenfalls erschienen. Das Ending wird von Sayuri performt und trägt den Titel Kokai no Uta. Und zu guter Letzt für alle Isekai-Fans da draußen. Don't judge me, ich bin selber einer. Wie Crunchyroll kürzlich auf der eigenen Crunchyroll Expo verriet, soll der populäre Isekai-Anime The Rising of the Shield Hero nicht ein, sondern zwei weitere Staffeln erhalten. Dazu wurde ein erstes Visual veröffentlicht. Weitere Informationen wie Starttermin oder Episodenzahl der beiden Staffeln bleiben abzuwarten. Hoffentlich wären es aber keine 2 Staffeln A12 Episoden, sonst wäre es ja eigentlich nichts anderes als ein Splitcore. Naja, mal sehen. So, das war's auch nun mit dieser Ausgabe der Anime News. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen oder ein Abo da. Wenn ihr nach dem Video nichts Besseres zu tun habt, schaut doch gerne auf unseren Social Media Seiten vorbei. Wir haben Memes. Und mit dem Prozedere auch erledigt, bleibt mir nur noch zu sagen, Mata Kondode.